Wir sind heute in Köln, wir werden ein bisschen was fotografieren, haben hier ein schönes Studio, haben einen richtig schönen alten Wagen uns hier reingestellt. Ich habe mir heute gedacht, dass wir so ein bisschen Plan haben, aber auch ein bisschen die Freiheit und ein bisschen Spontanität hier leben lassen. Die Lichter stehen nicht, wir haben keine Motive fest definiert und jetzt schauen wir einfach mal ein bisschen Freestyle. Model ist gerade noch bei der Visa, lässt sich noch ein bisschen aufschminken. Outfits haben wir schon ausgesucht und dann werden wir mal gucken, wie spontan wir hier mal um den Wagen, in den Wagen, drumherum und die Lichter ein bisschen hin und her fahren. Aber alles Freestyle mit leichtem Plan. Auf jeden Fall habe ich Bock und jetzt geht's los, kommt mit. Ich bin jetzt gar nicht im Pro-Modus, sondern ich bin im Porträt-Modus und ist überragend, wie gut der freistellt, wie schnell der freistellt. Ja, normalerweise stellt die Kamera ja nur die Person frei und dann überstrahlt er eigentlich kein Licht, weil es ja freigestellt ist. Aber hier schafft er es, einen smoothen Übergang zu schaffen und das Gegenlicht so richtig schön soft überblenden zu lassen. Und das ist ein großer Unterschied, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja, super Pose, sieht sehr gut aus. Schauen wir einmal runter Richtung meine Schuhe. Ja, sehr gut. Kopf noch ein Stück weiter nach rechts und runter gucken. Ja, sehr schön. Wow. Hier bei dem Makromodus ist eigentlich geil, dass man nicht nur unfassbar nah rankommt, sondern auch, dass der Autofokus die ganze Zeit mitkommt und eigentlich perfekt sitzt. So, trotz Bewegung bin ich einfach, wenn ich reingucke, immer scharf und wahnsinnig nah dran, ohne dass ich da irgendwie einen besonderen Modus aktivieren muss. Es gibt zwar noch einen Makromodus, aber selbst einfach so ist man schon, weiß gar nicht, wie nah man noch rankommen kann und muss. So, das ist schon, näher geht's nicht. Sehr schön, ja. Einmal Blick nach vorne. Ich bin jetzt gerade aktuell im Pro-Modus, weil ich halt weiß, was ich wie wo einstellen muss. Ne? Bitte Hand von mir hier vor. Was aber echt geil ist, ein Klick, gehst du ganz normal auf den Fotomodus. Für alle Leute, die sich nicht so auskennen, da aktiviert er automatisch den Nachtmodus. Und sieht eigentlich fast genauso aus. Super Ergebnisse irgendwie mit einem Klick. Thank you.